Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vanille Provinzen. So, und bevor ich jetzt hier irgendwas mache, möchte ich mich erstmal beim lieben Crazy bedanken für seine wundervolle Ausführung. Ja. Habe ich vergessen zu schießen, sorry. Also, er hat mir gesagt, einfach nur zwischen dir und mir, bla 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 bla, links. Naja, wir schreiben so heute an. Ja, wo muss ich denn lang? Ja, du musst, wenn du von dir aus zu mir gehst, einfach nur nach rechts. Und wieso sagst du mir dann das links? Hab ich? Ups. Also, vielen Dank, lieber Christian. Dafür werde ich mich noch ein kleines bisschen rächen. Aber nur ein kleines bisschen. So, haben wir ja jetzt echt schon wieder eine Wüste? Oder ist das einfach nur so ein Strand? Oh, da sind noch diese Wüstenzombies. Die habe ich eigentlich noch nie gesehen. Dum, dum. Naja. Ich würde sogar sagen, wir. Haben wir Wolle dabei? Nee. Na, da waren gerade eben Schafe, hätte ich abschlachten können. Naja. Komm, das hat keinen Sinn. So, wir hätten jetzt auch einfach das Boot da stehen lassen können. Hoppeln wir einfach mal hier ein bisschen durch. Vielleicht finden wir ja hier noch eine Wüste. Oh oh, ich sollte weiter. Einfach nicht irritieren lassen, einfach weiter. Ah, hier ist ein Kanickel. Also ich würde da gerne mal so eine Pyramide oder ein Wüstendorf finden, ne? Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie weit ich jetzt schon weg bin von zu Hause. Also ich schätze mal, da wird noch was kommen. Aber naja. Ich müsste eigentlich mal wieder Lego City Undercover aufnehmen. Das ist ja irgendwie so eine Krankheit bei mir. Dass ich dann, wenn ich ein Projekt aufnehme, dass ich das andere dann wieder vergesse. Pyramide. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt. Einmal rein da. Nein, hier war schon einer. Hat er das hier in Themen genommen oder? Hallo? Ja. Also, okay, danke schön. Nein, der hat das TNT nicht mitgenommen. Dann nehme ich mir das. Aber hier ist alles raus. Ja, sieht dann raus. Ja gut, ein bisschen TNT kann man sich immer genügen. Okay, nein. Okay. Ihr wollt also euch auf die Fresse haben? Könnt ihr haben. So, hier kommen wir wieder raus. Oder auch nicht. So, dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Enderman interessiert uns jetzt erstmal nicht, genau wie Skelett oder so. Alter, was ist das denn? Da hat der Map-Generator aber mal ordentlich reingeschissen.
Beispiel die Schafe nehme ich mir sogar mal gerade mit. Genau wie die Spinne hier. Ich bin hier sogar gerade was sicher. Dann baue ich mir mal schnell ein Bett. Setzen wir einmal ganz kurz den Spawnpunkt um. Ist mir egal, Hauptsache wir haben Tag. Nach Hause kommen wir ja sowieso. Ich meine, wenn wir jetzt sterben, dann würden wir am Spawn auskommen. Unsere Gegenstände hätten wir, das ist alles kein Thema. Dem, 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 dem. Habe ich halt schon mal erzählt, wie ich den einen Tod bekommen habe? Das war so geil. Ich war eigentlich am... hatte da was am Haus weitergebaut, ne? Also weiter abgebaut. Was passiert? Essen ist angekommen. Also wir hatten uns schon was bestellt. Schöne, leckere Pizza. Ich dann Aufnahme beendet. Wollte vom Server runtergehen. Und wenn ich irgendwie weiß, dass ich jetzt mal eine längere Zeit nicht mehr auf den Server draufgehe oder generell nicht mehr spiele, schließe ich das einfach. So. Was mache ich? Ich klicke daneben. Ich rutsche aus dem Bildschirm hinaus auf den rechten Bildschirm und klicke einfach nur ins Nichts. Und so schnell wie der liebe Domme ist, dachte der sich auch, komm, du bist ja draußen, kann nichts passieren, naja. Und ich wurde dann mal schnell von 3 oder 4 Zombies in den Arsch gefickt. Naja. Und lernen wir daraus, nächstes Mal richtig drauf achten. Okay, was gibt es denn Neues? Gamescom ist bald, freue ich mich schon drauf. Ja gut, ist natürlich noch ein bisschen hin, 1,5 Monate, aber trotzdem, für mich ist es bald. Freue ich mich schon richtig drauf. Schön ist, dass dann auch noch wieder ein paar Freunde vorbeikommen. Dark Oakwood, cool. Haben wir die doch schon... Alter, wir haben die vor im Jungle. Krass. Vielleicht finden wir ja auch hier eins von diesen Mansions. Ja, bin zwar jetzt nicht so perfekt ausgerüstet, aber mal reinschnuppern könnte man, wenn man eins findet. Oh, mit dem Schwert gehen die auf einen Schlag kaputt. So, Dark Oakwood haben wir jetzt auch. Da will ich auf jeden Fall ein paar mehr Setzlinge, weil wir ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, 4 brauchen pro Baum. So, so und so. Sehr, sehr schön. Der sollte dann jetzt jeden Moment decayen. Wir werden eh noch verdammt viel Holz brauchen. Komm, dich fällen wir auch noch gerade. Du bist ja so schön nebendran. Du. Ich bin ja auch gerade am Schauen, was wir alles so ins Haus raus, ins Haus reinbauen werden. Fisch hatten wir, Birke, Eiche haben wir. Wir brauchen eigentlich nur noch jetzt Jungle. Ja, nur noch Jungle-Bäume. Savanne haben wir, Birke, Eiche, Dark Oakwood haben wir jetzt, Fichte. Ja, für nur noch Jungle. Komm schon, hier kommt doch bestimmt jetzt irgendwo mal so ein Sapling runter, jawoll. Oh, ein Apfel für unterwegs. So, was brauchen wir nicht? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Einen Pfeil brauchen wir nicht. Eine Tür brauchen wir nicht. Wieso habe ich die Tür dabei? Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das schmeiße ich dann auch mal gerade weg oder beziehungsweise mache ich mal so. So. Haben wir irgendwo noch? Drei Saplings mit einem vierten. Ja, mit dem da, aber... Komm schon.
Ne, oh, doch. Komm, dann behalten wir die 4 Saplings Ende. Und wir latschen mal hier noch ein bisschen rum. Alter, schon wieder 16 Level. Kühe, die wir finden, werden wir auf jeden Fall auch abschlachten. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Aber ich glaube, da drüben waren welche, oder? Nee, sieht nicht danach aus, oder? Nee, hier sind Schafe. Und Hühner. Pferde bin ich mir noch nicht so wirklich sicher, ob ich die abschlachten will. Lamas vielleicht. Da sind Kühe. Leder habe ich jetzt keins dabei, aber gut. Passiert. Boah, Alter. Was war das denn? Sehr schön. Mehr Leder. Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Ah, du warst geizig. Das war die berühmte ohne Leder Kuh, ne? Also, ja, ich hätte, glaube ich, mehr raushauen können. Hier war doch eben noch irgendwo einer. Ja, gut. Wieder 5 Leder? Ich finde es mir doch schade, dass man Leder sich nicht irgendwie herstellen kann, indem man irgendwie so Fleisch vielleicht trocken lässt oder so eine Scheiße. Halt das Rotten Fleisch packt. Oh, hier ist ein Birkenwald. So. Ich muss aber schauen, vielleicht streame ich diese Woche nochmal ein bisschen was. So ging es Wochenende hinüber. Donnerstag habe ich nochmal frei, aber das ist bei mir vielleicht etwas. Aha. Oh, war ja gar nicht so tief. Ja, das steht vielleicht noch was an bei mir. Aber so Donnerstag, Freitag kann man vielleicht mal schauen. Wenn nicht, dann eben am Samstag, Sonntag irgendwo spätestens. Aber ich will auf jeden Fall nochmal streamen. So, was gibt es denn noch so zu erzählen, was man machen könnte? Wenn ihr so Ideen habt, was ich in mein Haus reinhauen bauen könnte. Also, es gibt genug Platz. Ich habe halt 2 Etagen so zum Bauen. Sagen wir 3. Ich hatte zwar vor, in der 3. Etage so eine Art eine Hoteletage zu bauen für ein paar Projektteilnehmer, dass da jeder so einen Raum hat zum Dekorieren. Da kann man bestimmt irgendwie was machen, aber noch. Leder. Fleisch. Oh, sehr schön. Wenn das so weitergeht, haben wir bald unseren Verzauberungstisch gepowert. Ich würde ja eh noch mehr Leder brauchen. Was ich will mich jetzt... Oder? Doch, ich züchte jetzt erstmal die Kühe bei mir zu Hause auch noch was weiter. Wenn ich hier halt immer wieder dann was abschlachte, dann sollte das klappen. Oh, 10 Leder insgesamt. Im Notfall haben wir immer noch die Dia-Axt hier. Die hat ja wie viel Schaden? Die 9? Alter, 3 mehr. Alles klar. So langsam müsste ich aber auch mal ankommen, hoffe ich. Ich will hier eigentlich nicht schon noch eine Folge so rumgeistern. Ach ja. Hier die berühmten afrikanischen Nackthautkühe, ne? Ganz selten trifft es auch, dass da eine ein bisschen Leder hat. So. Aua. Aber fangen werden wir jetzt auf gar keinen Fall. Muss man halt doch einmal kurz runtergraben, ein bisschen Cobblestone abbauen, Ende. Aber so eine Erkundungstour hatte ich mal wieder Bock drauf. Fehlt halt nur diese Schalker-Kisten, aber naja.
nur diese afrikanischen Kühe hier. Ah. Leder. Und da komme ich gut. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt, wo ich hergekommen bin. So. So, weiter geht es. Da ist gleich noch was sehr Lustiges dazwischen gefallen. Wie soll ich das ausdrücken? Meine Mutter kommt, beziehungsweise mein Vater kommt gerade eben panisch reingestürmt. Du weißt schon, dass du einen Zahnarzt in Wien hast. Bitte was? Ja, Mama hat gerade mal im Terminkalender geschaut, die ist schon losgegangen, du hast auch noch einen. Mit. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich hoffe es. Ja, das ist einfach nur wieder totale Katastrophe im Hause Dommel. Das müsste aber richtig sein. Komm, ich nehme noch ein paar Orchideen mit, wenn die sich hier schon anbieten. So, hier das Feld. So. Ich habe mir ja eben nochmal kurz beim Zahnarzt was durchgelesen und so weiter, ein paar Spiele-Reviews und dann bin ich erstmal auf Diablo aufmerksam gekommen. Vielleicht hole ich mir das gleich mal. Es sah relativ interessant aus. Bin ehrlich, also es ist ein sehr bekanntes Spiel. Und ich bin jetzt halt jetzt erst aufmerksam geworden und da ist der Dschungel. Ja gut, ne? Dann müssen wir halt die ganzen Kühe hier mit der Axt einmal das schlachten. Ist halt humaner wie in deutschen Schlachtereien, ne? Einfach so knack. Gehören weg. Ne? Alter. Ich glaube, selbst im Schlachthof sollte man mich nicht einstellen. Alter. Wäre ich jetzt hier gestorben, ne? Ich bezweifle zwar, dass ich gestorben wäre, aber es hätte schon gut wehgetan. Gut, dann, und das sind noch Kürbisse, wir haben jetzt alles. Jungle Wood. Sehr schön, eine Ladung Jungle Wood mitnehmen, ein paar Kakaobohnen können wir auch mitnehmen. Haben wir schon einen Sapling? Noch nicht. Aber ich will erstmal auch hier die Kürbisse mitnehmen. Pflanz mal währenddessen. Holz mal den währenddessen noch ab. Ja, sehr schön. Dann haben wir das Ziel der heutigen Folge schon erledigt. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Gar keinen Säftling gedroppt. Eins, zwei, drei. Komm, holzen wir dich hier auch noch ab. Zack, 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 zack. Ernsthaft, noch einer? Okay. So, das kann alles dann wieder weg. Mein Holz. Geh mal weg. So, jetzt will ich jetzt Saplings sehen. Eins. Ganz schön geizig hier. Mit einem Sapling werde ich mich aber auf gar keinen Fall zufrieden geben. Oder sollte ich so eine dicke Dschungelpalme abbauen? Also ich weiß, dass Dschungelbäume die niedrigste Droprate für Zepplinge haben. Ja, den Seed habe ich jetzt wieder aufgehoben. Oh, da haben wir Kakaobohnen. Und
Entschuldigung. Da kam ich nicht mehr so, mich zu muten. So. Kakaobohnen haben wir. Das heißt, wir können da mal ein paar Kekse backen. So, wie sieht das jetzt aus? Alter, are you verarschig me? Sehr schön, hier, Sapling. Hm, du warst ja ganz schön geizig. Ja. Hier würde ich aber echt mal schauen, dass wir vielleicht ein paar mehr holen. Weißt du was? Ich schalte jetzt hier die noch ab und wenn ich... Ich sag mal, ich will 12 Saplings haben. Das werde ich aber dann wahrscheinlich noch offscreen machen. Hier haben wir noch Kühe. Und dann schaue ich, dass ich offscreen auch nach Hause latsche. Ich glaube, das wollt ihr jetzt nicht mehr sehen. So. Alter, wie viel Holz ist da drin? So. Lege mich mal ganz kurz schlafen. Ich schaue dann jetzt halt mal, dass ich die ganzen Saplinge bekomme. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Ich schaue mal hier so ein bisschen Dschungel ein bisschen rum. Vielleicht findet man hier noch einen Dschungeltempel oder so. Ja, ansonsten gehe ich dann jetzt gleich nach Hause, wenn ich irgendwas Spannendes finde, wie ein Spawner oder so eine Scheiße. Werde ich auf jeden Fall die Aufnahme wieder anmachen, so ist es nicht. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.